wenn er da ausgewählt hat, muss ich ja auch noch auswählen, ne? Dann bist du dran, genau. Dann bin ich dran, ne? Jonas, so. Genau. Dann ich und dann der HP2-König. Gar nicht. Ja, du bist ja der HP2-König. Interessante Farbe, die du da hast. Weiß also Kirsche meinte ich jetzt. So einen komischen Rotton. Ja, aber es ist nicht so wirklich rot. Ja. Ja. Ja, ja. Deswegen ist es ja so komisch. Ja gut, es gibt ja auch Leute, die rot-grün blind sind, also... Achso, da war ja Tomete, den ich angeguckt habe. Du hast, glaube ich, trotzdem den Rot, ja. Ja, Kirsche ist rot. Naja. Warte mal, man da als rot bezeichnen will. So Weinrot, so ist es, so eine Art. Ja. Jetzt haben wir's. Warum fahrt ihr denn diese Kurve so langsam? Weiß nicht, warum fahrt ihr sie so schnell? Weil wir es. Weil die es können. Genau. Da ist mir mal ein bisschen mein Heck ausgebrochen. Eigentlich hätte es pünktlich losgehen können, aber ich war tatsächlich eingeschlafen, weil ich müde bin von der Arbeit. War es inakzeptabel. Na, wir haben 20.30 Uhr. Das ist eigentlich aktuell TRR-Pünktlichkeit. Ja, heute hätte es anders klappen können, aber ich war von Arbeit müde und tatsächlich 10 Minuten eingeschlafen. Ja, da war die Baba. Ja. Bisschen zu spät. Ja, genau. Was ist das? Was ist sowas? Achso. Aber dann in Klingon. Ist das auch ein klingonisches Wort? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich den Sturm den Trappen. Aber gut. Ich hatte heute früh aber auch nicht schlecht gestaunt. Auf einmal war mein Wecker nicht an. Bin zum Glück von alleine wach geworden, aber sonst war das nämlich so, ich habe den gestern, war ich nämlich vorm Wecker wach, dann hatte ich ihn ausgeschaltet. Normalerweise schaltet er sich am nächsten Tag gleich wieder ein. Heute, nö. Puh, das ist nur harmlos. Ich nutze zum größten Teil ja immer mein Handy als Wecker. Ja. Ist ja somit auch ein bisschen schwerer, falls irgendwie du auf die Idee kommst, ja im Schlaf irgendwie den Wecker auszustellen. Habe ich ja, hat man ja schon mal von gehört. Nein. Ich habe es schon mal gehört, irgendwie gehabt. Ich habe den Wecker angemacht, das wusste ich auch. Nächsten Morgen werde ich zum Glück früh genug wach, gucke auf mein Handy und denke mir sowieso, ist mein Wecker aus. Es gibt auch Wecker-Apps, wo man Barcode scannen muss, um den auszumachen. Es gibt Wecker-Apps, da musst du eine Rechnung machen und alles Mögliche, sonst geht er nicht aus. Löse diese integrale Funktion, ne? Wollte gerade sagen, dass hier dann hast du irgendwelche Vektoranalysis oder so und nicht irgendwie. Oder eine richtig dicke, fette Bruchrechnung, wenn du bis auf die x-te Kommastelle genau berechnen musst. Hier, finde dieses X raus, vorher geht der Wecker nicht aus und du hast gesagt nur Map, 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 Stevie, links lang. Da ist die falsche Richtung, Stevie. Wieso ist das die falsche Richtung? Weil ich dich von dem richtigen Weg abbringen wollte. Okay. Warum willst du das als Vektor haben, Kirsche? Was ist mit dir? Und mich regt das schon oft, dass mein Wecker, ich konnte mal bei einem alten Handy einstellen, dass der ein bisschen langsam sich erst lauter wird. Also, dass er leise anfängt. Bei meinem jetzigen Handy gleich volle Lautstärke. Boah, da schreckt man so aus dem Schlaf, ey. Ich habe eine Zeit lang einen Radiowecker gehabt und alle haben mich immer gefragt, warum ich eigentlich so eine krumme Uhrzeit nehme zum Wachwerden. Ich habe keinen Bock, mit Nachrichten geweckt zu werden. Ich habe keinen Bock, wach zu werden und du hörst plötzlich, hier ist ein Anschlag gewesen, da ist ein Anschlag gewesen oder irgendwas. Da wäre doch dann jeden Morgen das gleiche, entweder Corona oder Ukraine-Krieg. Eins von den beiden wird es doch dann sein. Das von auszugehen. Wobei man kann ja natürlich auch TRR-Radio im Radio haben oder so. Ja, da brauchst du aber so ein digital, also so ein, ja,
Wecker, der wirklich so diese Internetradios kann, dann ja. Ja, ich hab das Scheißige von Kirche, ich weiß. Und dann hörst du das Lied beim Wachwerden, meinst du, ja? Ja, klar. Das ist gute Musik zum Wachwerden. Wahrscheinlich ist das sowieso sein Wecker, das weißt du da jetzt nicht, sein Weckton. Also aktuell haben wir Parkway Drive an. Ja, meinst du grundsätzlich? Ja, ist ja schon deutlich weniger geworden, wie jetzt ein paar mehr Songs drauf sind. Hallo, Wanz. Ja gut, die höchste Wahrscheinlichkeit haben wir ja immer noch für das Outro, ne? Ja, stimmt, gut, das müssten wir hier mal wieder hören, wa? Wobei, das ist eigentlich auch entspannte Musik zum Wachwerden. Wo ist denn der ganze Rest hier heute? Das sieht so mau aus mit uns fünf Leuten hier nur. Ja, cool. Na gut, viele fahren ja immer nicht, ne? Ich meinte, wo der Rest ist vom Mitfahren her. Weil wir nur fünf Leute sind. Ich falte mich die ganze Zeit mit Kirsche hier. Bin hin und her mit uns. Na, echt? Gesundheit. Oh. Manche haben ja Glück und haben Corona und haben ja keine Symptome, ne? Aber manche haben halt auch Pech. Oder nicht, dass der diese Post-Covid-Syndrom hat, das gibt's ja auch. Ich meine nur, das Wort gibt es ja leider auch und bei manchen ist das doch richtig ernst. Also die Kurve liegt dir einfach nicht heute, ne? Da machst du meinen auch langsam. Mit die Doppelte da komme ich mal ran an dir. Dann überhol ihn doch mal endlich. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber jetzt hält er sich vorne. Habt ihr gleich gesagt, wünsche ihm keinen Erfolg. Ja, eigentlich müsste man, wie die Beifahrerin von dort über die zweiten nur sagt, viel Glück. Ich fand die Runde ziemlich gut. Ja, ich bin nur Platz 20, aber macht nichts. Ja, das hat daran, mich auch ja. Schon mal gewundert. Das hat sich gut angefühlt. Ja. Die wollte doch. Möchtest du beim nächsten Mal an diesem Setup was ändern? Und ich denke mir so halt die Schnauze. Ja. Du hast nichts am Setup geändert. Hat sich das Auto nicht gefühlt? Möchtest du was am Setup ändern? Ja. Das war wohl ein Wink mit einem Soundfall oder so. Du hast ein scheiß Setup gemacht. Hat sich gut angefühlt, aber wir warten die Wertungen ab. Hm. Ich denke mir so, Ich weiß schon, wie die Wertungen aussehen. Ich bin Letzter. Also eigentlich war es so gut, aber die KI ist so overpowered. Und dann immer das Beste, der Motor kriegt einen Schaden. Sie so, ist irgendwas am Motor? Laufen die Reifen noch? Ja, die ist halt so das Gegenstück zu Eddie. Eddie sagt, ja, meine Autos können auch ohne guten Fahrer siegen und die macht das genaue Gegenteil. Oh, die Wand habe ich ein bisschen blöd genommen. Eigentlich müsstest du Mod geben für Dirt Rally, das war Eddie als Zweifahrer. Also du und Eddie, ne? Also. Kannst du ja eine Mod machen. Kann man das Spiel modden? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Hat das Spiel den Workshop? Ich weiß es nicht. Weiß ich aber etwas wegen den zweiten Tabellen. Da sollen ja nicht gecheatet werden. Wobei, ja, aber glaub, gibt keine bei einer Ansage, was willst du da groß cheaten? Ja, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird garantiert in einer riesigen Datei alles drin sein. Ja, na klar, aber interessant wäre es da trotzdem. Aber ich glaube, es gibt keine Dateien, wo Eddie irgendwie sowas wie vier Links oder sowas sagt, oder? Nee. Und dann kriegt Kirsche das auf Klingonisch und dann. Mach zu!
Dann kommt am Anfang Ballen, oh, Kappler. Wellen. Ja, ja, okay. Der echte Fight mit Kirsche, das ist ja. Wir nehmen uns hier nix. Nimm ihnen den Sieg! Hast du heute einen schlechten Tag oder was? Nö. Nein, eher. Lass mich doch auch mal einen guten haben. Ach so, so rum, ja. Nein. Einfach nein. Also eigentlich müsste. Warum so dumm wie genau. Ich bin, sollte ich eigentlich einen schlechten haben. Aber gut, mal gucken. Vielleicht musst du öfters fahren, wenn du müde bist. Nee, eigentlich. Jammerst doch weniger. Eigentlich ist das nicht sinnvoll. Nee, das nicht heißt. Achso. Du meckerst auch bei AP2 immer, so ist es nicht. Darauf weiß er keine Antwort. Ich weiß, ich merke das schon. Das sind dann aber eher Fahrfehler, eher gar nicht so als. Du musst echt das Lenkrad wieder aufbauen, wenn du die HP2 siehst, dann musst du nicht mehr ran. Hörst du das noch mit Lenkrad hier, HP2, Stevie? What the f? Nee, er nimmt Controller. Hauptsache, das Spiel gönnt Tomete die Möglichkeit, mich zu überholen, weil ich den 0 km/h-Bug fresse. Was sollte das denn? Hat's geschmeckt? Alter, ich bin die ganze Zeit vor Tomete. Ja, hier kriegst du 0 km/h-Bug, damit Tomete dich überholt. Du schaffst es doch sowieso, mich wieder zu überholen, also. Trotzdem! Das war. Also. Das war unfair! Dadurch werde ich jetzt Letzter! Wegen des 0 km/h-Bugs! Du bist. Wegen des Scheiß. Alter, echt! Das in der Abkürzung. Aber irgendwas scheinen wir wirklich richtig falsch zu machen, weil die anderen haben auch bei Topspeed 9 km/h. Ich weiß, das ist immer irgendwie, ich verstehe nicht, wieso. Ja, die fahren wahrscheinlich manuell. Das ist immer der Vorteil. So, Tomel. Kommt da immer noch nicht drauf klar, ey. Gerade das Auto sollte man manuell fahren. Lass uns das nochmal neu starten. Nein, oh ja, gut, die Abkürzung. Du solltest sie nicht manuell fahren, Stevie. Du solltest dich lieber auf die Strecke konzentrieren. Weil das denn jetzt heißt, nur weil ich scheiße bin oder was? Ja, du bist besser im Dreh, das ist halt so. Ach du Kacke. Au, ah, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen! Ja, das war Dummheit pur. Nee, er meint, ich bin gut in Dirt Rally, ey, ich glaub's nicht. Fühlt mich da eher scheiße, wenn mich sogar die KI überholt, aber mal ja, davon die ab. Die KI ist doch overpowered. Die hab ich ja auch nur knapp besiegt, obwohl sie auf Mittel stand. Du, ich hab bei dem Weekly Rallycross versagt und hab deswegen einen DNF, weil die ganze Zeit alle mal vor mir waren. KI kannst du nicht verfolgen. Aber das war aber auch einmal gemein im Rallycross. Ich fahre so mit denen. Ich fahre eine Kurve. Ich habe es gerade geschafft, die zu überholen. Dann haben sie mich weg, so weg, dass ich bloß gegen die Wand fahre und dann sind sie alle weggefahren. Ui, wo will ich denn lang? Ach, das ist zwei Runden auf dem Kino. Ja, toll. Der Kirsche ist sowieso egal. Der Kirsche gewinnt das. Das ist so. Nein, Mann! Ach! Ja, ich bin ja. Ja, also ich habe halt einen dicken Unfall gemacht, gleich in der ersten Kurve. Ja, mir liegt diese Strecke gerade gar nicht. Boah, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe für ein Blödsinn, aber ich naja. Ich habe erst hier eine Abkürzung nicht genommen, dann habe ich mich gedreht und dann bin ich gegen den Baum gefahren. Das ist ein Split, ne? Statt links zu fahren, habe ich in der ersten Runde, ja, fahren wir genau in der Mitte und knallen dann voll weg und auf den langen Weg fahren. Super. Was ich da gemacht habe, ja, keine Ahnung.
Jetzt ist das wohl doch der Müdigkeitssyndrom oder was? Naja. Oh, ja, ich habe besser bekommen als Demon, das hat mich jetzt stark überrascht. War nicht Demon, das war Icke. Achso. Ich bin doch. Boah, was mach ich denn? Was machst du denn da für eine Abflugtomete? Das war nicht gut. Ich sag, die Stärke liegt mir gerade gar nicht. Bis eben lief so gut. Ach, ich weiß, warum ich den Fehler gemacht habe. Ich habe das Autos, gell? Das hatte. Das ist das Unglück, was das so mit sich bringt, ne? Ja, das schon, aber. Aber ich wollte dich auch schaffen und das war natürlich in zwei Runden mit dem fatal gestarteten und die Scheiße Situation. Nicht passiert wäre. Warum hast du es nicht? Okay, ich frag dich nichts zu trennen und dann machst du es auch. Der Sieg gehört dir. Nein, dann machst du es auch. Oh Mann, warum muss ich den einen Jump so beschissen kriegen? Dann hättest du aber rundenzeitmäßig betrachtet sowieso gewonnen. Also ja, ich hätte nur Punkte Schadensbegrenzung machen können. Hätte ich nicht resetten müssen, wäre es gut gelaufen, naja. Aber Skyfires neue Toolversion funktioniert echt super, ne? Er wechselt. Ja. Nee, jetzt hat auch letztes Mal sehr gut funktioniert. Ja, Ja, seit der neuen Version habe ich hier keinen Ärger mehr gehabt. Sehr schön. Der erste Kurve gleich verkackt. Oh Gott. Oh ja, rutscht halt auch noch. Nein! Ah, gib mir doch backen. Okay, da wart ihr alle zu enthusiastisch. Ach. Was meinst du nur? Ich fahr Barketta, nicht F50. Der kann nicht so, den muss man gemütlich angehen hier. Nicht die Wand wieder. Ja, Kirsche kommt natürlich wieder sofort angeschissen. Nein! Oh, der untersteuert es mit der Kurve, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ja. Die nehmen sich da beide nicht so viel, glaube ich. Er und seine Blödsinn zusammen. Er und seine Abkürzung. Oh, die Kurve habe ich scheiße gekriegt. Ja, ich hatte überhaupt nicht. Nö, dann weit genug weg. Nicht die Wand. Ah. Okay. Na ja, war klar, dass das nicht schafft. Warum habe ich es überhaupt versucht? Ach, das sind 6 Runde, werde ich ja Letzter. Dacht er, während er Dritter ist. Ja, komm, Liz. In NFS4 vielleicht nicht, in Live vielleicht auch, ich habe definitiv in AP2. Nein, lenk doch! Ist denn das ein bisschen Sandkörner und schon lenkt er nicht mehr, oder was? Ja! Du spielst kein Dead Rally, bedenk das! Nee, der wäre auf einer Rallye-Strecke definitiv aufgeschmissen, der Wagen. Da müsste die ja bei einer 6er Kurve 1 ansagen. Ich glaube, 6 ist das höchste, was es gibt, oder?
Ja, 6 ist eine ganz leichte Kurve. Ja, aber ich meine, 6 ist das leichteste, was es so gibt in den Kategorien, oder gibt's noch eine 7, ja? Nein, nein. Nee, gibt's nicht. Aber die RC7 gibt's das, wenn man, kann man umstellen, dann geht das bis 9 oder so. Aber ich mag das 1-6 System lieber. Weil ich es einfach gewohnt bin. Und damit auch weiß, was eine 5er-Kurve bedeutet. Zum Beispiel. Ich sterbe das so vor auf dem Weg zur Arbeit. 3 links, 2 rechts. Achtung, mach zu. geht auf Rot. Sprung, maybe. Diese Straße wird schmaler, steht da, wenn da drauf ist. Achtung, mach zu. Ey, hier, Sprung, maybe. Achtung, Zebrastreifen mit alter Oma. Don't cut. Ja, genau. Cutte die Oma, ja. Gibt sonst 4 Sekunden Strafe, wenn du überfährst. Okay. langsam Kurve 3. Hast du schon mal ausprobiert, ob du bloß 4 Sekunden da hast? Also bei Dirt ist es ja so, ne? 4 Sekunden Strafe, also ist nicht weiter schlimm, dass du übergefahren hast. Kriegst du nicht 4 Sekunden Strafe, das macht nix. Nur weil ich das im Stream gemacht habe, oder was? Ja, da hat man es ja noch mal gesehen, aber wusste ich ja schon vorher. So hab ich auch schon welche mitgenommen, so ist ja nicht. Also ich meine, bei WRC, bei WRC 7 habe ich auch schon mal ein Schaf mitgenommen. Wir haben einen Reifenschaden, weiterfahren oder stehen bleiben und wechseln. Und wie viel Zeitstrafe hast du das Schaf bekommen? Das weiß ich nicht mehr. Aber auch irgendeine, glaube ich. Auf jeden Fall ließ mich das Spiel das nicht überfahren, war auch automatischer Reset. Also es ist nicht wie bei Cruisen World, dass ich das einfach überfahren kann. Ja gut, einfach überfahren geht ja bei Midnight Club. Ja, bei Cruisen World sowieso, da kannst du auch Giraffen platt heizen und das ganze Blut und Fleisch. Ja, Giraffen! Bei Afrika laufen Giraffen, sogar Giraffen über die Straße. Kannst einfach übermangeln, fliegt das ganze Blut am Bildschirm, die Körperteile fliegen weg. Nintendo-Spiel wohlgemerkt. Also Nintendo kann auch, wenn sie wollen. Ich glaube, Nintendo hat sogar Hans Groß aus Wolfenstein rausgenommen, weil sie nicht wollten, dass man gegen eine Frau kämpft oder irgendwie sowas. Weil man muss dazu sagen, die Nintendo 64-Version hat nicht ein einziges Tier mehr, da ist die zensiert. Aber die Arcade-Automaten-Version, die ist unzensiert. Da kommen doch keine Kinder ran. Oh, hey. Und gar nicht im Heidepark, wo kommen wir denn da hin? Nice. Und ja, den Automat hatten wir im Heidepark. Mittlerweile haben wir das neuere Cruisen, den alten nicht mehr. Da war wahrscheinlich für die Mitarbeiter, ja. Ja, deswegen gut, bist du heute so müde, den ganzen Tag gezockt hast. Jetzt wissen wir. Das ist jetzt ja nicht unbedingt wirklich so brutal, aber man also, hat ja auch... Also Cruisen Blast macht schon auch Spaß, ja. Man hatte den Spielern ja auch immer Time Crisis und so, oder zumindest auch häufig. Oh, und natürlich habe ich da auch schon mal Cruisen Blast gespielt, na klar. Macht doch Fun. Ich muss dafür... Nee, das wäre ein bisschen ungünstig, dann können die Gäste da ja nicht mehr spielen. Ja, heute bleibt ja, der Automat und? Leider... Ich sehe da kein Problem. Heute nee. Bleibt der Automat mal außer Betrieb und Mitarbeiter zockt den ganzen Tag heute. Aber so gegen Feierabend, wenn nichts mehr los ist, kann man auch mal eine Runde fahren, das ist, macht nichts. Ja, die können das doch alle nicht, aber... Der geht zu den Kunden und sagt, ey, wollt ihr mal was Gutes sehen? Schaut mal auf youtube.com. Da habe ich aber keinen großen Glas. Da. Dann brauche ich erstmal den Automaten zu Hause. Aber der kostet 10.000.
Aber ich habe immer noch keinen Cruisen Blast, dann habe ich gerade andere Spiele. Ach, Kacke. Du hast da was übersehen. Ja, allerdings. Scheiße. Aber Cruisen Blast ist echt ein Fun-Game. Auch wenn es dann nur ein Gas bedeutet. Ich, ja, sicher ist. Kommst du darauf? Und was für eins? aber es ist halt einfach so genial gemacht. Es ist, macht einfach Fun. Was? Oh, ich war die ganze Zeit Dritter, dann verpasse ich einmal die Abkürzung und dann hat sich das schon wieder. Wo ist denn Kirsche schon ganz hin, sag mal? Ja, ich sehe ihn gerade. Was für eine Farbe hast du, Dennis? Rot. Achso, also bist du der Einzige, der schwarz ist. Alter, tja, also meine Karre ist rot. Aber schwarz. Deswegen ist er der Einzige, der schwarz ist, richtig, Stevie. Schwarz scheint sich aber ordentlich voranzubringen. Ja. Die letzte Runde. Gar keine Chance gegen den. Oh, Tomate fährt mal nicht die Abkürzung. Ja. Aber hast gesehen, Stevie, die Reifenabnutzungsliste, hast dir so umsonst Sorgen gemacht um deine Polenreifen. Ach du, lass mal nicht über Argentinien reden. Ich und Argentinien, wir werden keine Freunde. Bis jetzt, wie gesagt, dreimal Totalschaden, zweimal davon auf Argentinien, also. Ja, Argentinien, da muss man wohl wirklich manchmal mitnehmen, wenn die da 16 Kilometer schon durch sind, die Reifen. Argentinien ist ja ein richtiger Reifenfresser, laut der Grafik. Holy shit. Ach, Mist. Oh Gott, das sind Scheißwinkel. Ich hab den Lila vergessen anzumachen. Oh nein! Ja. Disqualifiziert. Nix Neustart. Ja, liebe Zuschauer von Dennis, ne? Er gönnt's euch halt nicht. Nee, bei Dirt auch nicht. Bei Dirt hat irgendwie die Wiederanzeige noch mehr FPS gekostet, wenn OBS das abgreift. Hast du auch einen lahmarschigen PC? Flat wäre es ja kein Problem, aber das ist ja langweilig. Ah, Mist. Ah. Ja gut, das war's. So, oh, absehbar. Ich bin in deine Autotür reingefahren. Du bist doch schnell gefahren mit dem Scheißding, das gibt's doch gar nicht. Erst machst du einen auf langsam, weil die Kurven zu schnell nimmst und dann haust du ab wie eine Rakete, ey. Und ich sag doch, ich verliere, weil wir 6 Runden haben. Nee. Also, Stevie hatte mich zwar überholt, aber Jonat nicht. Wie bist du eigentlich auf einmal schneller gewesen, Jonas? Ich hab die ganze Zeit Vollgas gegeben. Du hast Manuel, womit ich jetzt auf einmal so auf den letzten Metern gibt er plötzlich 30 km mehr Gas oder so. Ganze fucking Ich war durchgehend Dritter und dann verpasse ich die Abkürzung. Das ist doch zum Kotzen.
Eine ganze Sekunde Rundenzeit, wow. Ja, reib's ihm noch ins Gesicht. Nochmal? Okay. Ja, wir fahren die gleiche nochmal. F50 jetzt, soll ich... Kümmere mich jetzt aber eben mal kurz um den Wheeler. Wenn ich die Maus bitte haben dürfte. So, ja, ich hatte kein anderes Vollbildfenster im Hintergrund, das war das Problem. Aber ich hab's gelöst, so. Mal gucken, ob der auf der richtigen Dingens steht. Ne, steht nicht, 125 Grad, bitte. So, dann... Warme Wheeler. So nach 30 Minuten sagt er sich so, ach, jetzt kannst du ruhig den Wheeler sehen. So, wieder da. Okay, auch mal gucken, was Asak macht. Aber jetzt kamen irgendwie nur zwei Runden, ne? Keine Ahnung. Jo. So, dann F50. Ja, nur zwei Runden tatsächlich. Mit dem haben wir doch schon gesagt. Da fährt einer in den rosa, rosa Pink. Jo. Muss man sich erstmal umgewöhnen. Da sein. Ja, von scheiße lenkenden Auto auf gut lenkendem Auto. Mhm. Hey, Tomate, es sind keine 5 Runden, ne? Keine 6 Runden insbesondere. 6 Runden, ja. Aber das Blau sieht auch nice aus. Das Kirsche Hass. Hättest du gern, hä? Ja, durchaus, das sieht gut aus. Wenn du es dir noch ein bisschen länger angucken willst, fahr einfach weiter hinter mir. Ich hab hier so ein tristes Grau. Ich muss ja auch noch nachmachen. Diese Mediterranien-Strecken, ne? Da ist Kirsche nicht zu besiegen, selbst mit einer 50 nicht. Kannst du total abhaken mal. Wir müssen ihm ein anderes Auto geben. Also ein schlechteres. Genau, das Plugin wird umgeschrieben. Soweit, alle kriegen... Er kriegt okay, ich rede über Plugin ändern und drehe mich erstmal. Ich lasse es ab sofort. Ist in Ordnung, habe ich ja verstanden. Gäste kriegt immer den Ford. Den Ford Crown Victoria. Ja, genau. Das könnte schwierig werden, ja. Ja, dann musst du wirklich zeigen, was in dir steckt, wenn du dann noch was rausholen willst. Oder wenn ihr irgendwann mal die Elise fahrt, könnte das reichen, oder? Nee. Weiß echt nicht, ich hab's nie probiert, aber... Die Elise hat eine wesentlich bessere Kurvenlage als das Scheißding. Ja, aber trotzdem, von der Rundenzeit könnte es ja herreichen. Wie soll das reichen bei dem... Die Kurvenlage ist ja so schlecht von dem Ford Crown und mit Speeds punktet der jetzt ja nun auch nicht gerade. Ja, komm, überhol mich, weil ich die Wand scheiße genommen habe. Dafür werde ich die Kurve jetzt scheiße nehmen. Ob du die Wand nur scheiße nimmst oder ob du die Wand richtig nimmst, das ist immer scheiße. Ja, einfach die Wand vermeiden, das wäre besser, ja. Mit dem Scheißauto hatte ich eine bessere Chance. Was? Achso. Ich dachte, du wolltest meinen F50 beleidigen. Nee, der F50 ist gut. Ah. Nee, sag mir, der ist okayisch. Der ist bombastisch. Nee, also für meine Verhältnisse kann ich mit dem gut fahren. So ist es nicht. Das Problem ist, ihr könnt das auch. Gut, auf der Rallye-Strecke hätte er wahrscheinlich Probleme, aber... Wir sind hier jetzt nicht im Dirt, ne? Das wäre mal spannend, der 50 auf einer Rallye-Strecke. Das würde sich bestimmt sehr interessant fahren. Ja, die Bodenfreiheit von all diesen Autos könnte problematisch werden. Ich fahre aber auch heute schon wieder einen Blödsinn, ey. Ach so, schön Finnland-Jump, das muss so ein F50 doch aushalten.
Den Jump schon, die Landung halt nicht. Das ist doch zum Verrücktwerden. Das ist ein Kirschsalat, ey. Unglaublich. Ja, bisher noch keinen großen Crash gehabt. Das ist immer hilfreich. Wobei genau genommen waren unsere zweiten, also die zweite Runde war quasi gleich. Oh! Mit dem F50 brauche ich das normalerweise nicht, dass du einen Crash brauchst. Aber es will mediterranen Strecken, das reicht anscheinend. Ne? Da bist du OP genug drauf. Nö, du hast in der ersten Runde einen Fehler gehabt, in der zweiten Runde waren wir gleich schnell. Na, immerhin. Jonas, was war mit dir denn los? Ah, ich hab gedacht, ich mach nochmal einen Unfall zum Schluss. Ah, okay. Hauptsache, der Ansager sagt mir, du bist Dritter. Ich habe sogar eine bessere Rundenzeit als Stevie, das ist doch zum Kotzen. In der letzten Sekunde überholst du mich dann noch. Aber das ist wirklich ein richtig knapper Unterschied. Ja. Bitter. Hättest du ja einen Ticken schneller fahren können, Tomate? Oh Gott, den auch noch. Ich hab den in Rot, glaube ich. Oh, ich hab so ein richtig Neongrün hier. Ja, und ich hab Neon, was ist das? Türkis? Nein, ich glaube, ich hab aber sehr hell einfach. Und ich glaube, ich hab Schwarz. Ja. Neonschwarz. Neonschwarz. Natürlich, wer kennt's nicht, das Neonschwarz? Oh Gott. Leuchtet dunkel dran. Genau. Yeah. Neonschwarz, ab sofort in Need for Speed HP2. Neben hellschwarz und dunkelschwarz. Und Hakenkreuzschwarz. Mann, warte, was? Das, das hatte ich hier doch damals beim Diggins da gesagt, beim Jaguar SS. Bist du jetzt nicht mehr? Nebenbei, zum Meter? Ja. Es sind 6 Runden. Oh, das ist natürlich bitter. Na. Ja, aber zum Meter, davor waren 2 Runden und du warst trotzdem Letzter. Woran lag's denn? Nein, du warst Vorletzter. Entschuldigung, ich habe ja so viele Unfälle gebaut. Ja. Ich weiß. Ah, stimmt, siehst du, musst du doch in den 6 Runden gehen. Ja, genau. Wenn es 6 Runden gewesen wärst, du Vorletzter, keine Ahnung, Erster, irgendwas dann gewesen und zum Meter Letzter. Dann hätte ich doch überholt. Genau. Na, Erster nicht, das seid ihr ja schon. Ja, zumindest wär's auf keinen Fall Letzter gewesen, aber bei 6 Runden eher das Naturgesetz. Oh Gott. Ja, du hast vorhin gesehen, dass es sich bestätigt hat, ey, so. Wo bist du denn jetzt gerade? Nein, ach Gott. Ja, ich dachte, ich dreh mich mal lieber und muss mich dann resetten. Und, wie war's? Lass dich drüber reden. Du musst doch deine Erfahrung teilen. Aber es ist echt interessant, nur der Chat ist in letzter Zeit recht wenig gespielt, so aber ich kann mich tatsächlich Ich bin nicht gespielt, ich spiele nur an den Renntagen und du weißt, wie oft ich an den Renntagen dabei bin. Also sonst spielst du das gar nicht, oder? Ich hab's auch damals nicht gespielt, also nicht viel. Ich hatte es zwar, aber... Ja, die Sache ist, zur Mitte spielst du 24/7 lang nur Need for Speed 4. Das nun auch nicht, aber... Ja, also... Also NFS 4 ist wahrscheinlich schon das Spiel von allen, die ich habe, wo ich die meisten Spielstunden habe, da ist sicherlich von auszugehen. Es wird da zwar nicht gezählt, aber ich gehe stark von aus. Ich glaube, ich habe langsam meine 20 Stunden in Dirt Rally 2.0 erreicht. Bei mir werde ich die meisten Spielstunden tatsächlich auch jetzt 2 haben. Es gibt auch von NFS 4 abgesehen kaum ein Spiel, dass ich wirklich mehrere Stunden so am Stück spielen kann, ohne dass ich denke, okay, jetzt muss ich mal was anderes spielen. Ja gut, du vielleicht auch, das stimmt. Kante gefahren, das ist ein Vorteil. Stevie, hast du heute dein Lenkrad wieder dran, oder? Nein. Wo kamst du denn darauf? Weil ich mit dem Gitter hin kann, das kann ich sonst nicht. Oh,
Oh, Untersteuerung. Holy shit. Ich hab nur in Nice das Lenkrad, sonst gar nicht. Auch in Dirt nicht? Nope. Nee, komischerweise nee. Nicht. Da fährt er auch mit Controller, der Junge. Ich hab mich damit aber... Ich hab mich damit aber komplett mit eingespielt. Das wäre jetzt dumm, wenn ich da das jetzt wechseln würde. Ja, warum hast du ja nicht von Anfang an mit Lenkrad gespielt? Ich meine, so viel hast du auch nicht, oder? Das ist die große Preisfrage. Wobei, so blöd ist auch nicht, ich könnte jetzt nicht mehr versuchen, Dirt Rally mit Tastatur zu spielen, weil so nein. Ist nein. Nicht mehr. Also Dirt nicht. Mit Tastatur never. Ich habe mal tatsächlich irgendeines der F1-Spiele versucht mit Tastatur, selbst das kannst du schon vergessen. Aber ich hab's, aber ich komme mit Controller in Dirt Rally 2 0 gut klar. 0 gut klar? 2.0 ach so. Gut klar. Okay. Ja. Oh, Punkt 0. Ich komme auch mit Lenkrad 0 gut klar. Ja, das ist sowieso bescheuert, dass sie den zweiten Teil 2.0 nennen, aber... Ja, weil es ein Remake vom ersten ist, kein wirklicher zweiter Teil. Das soll... Ach, dann nennt man es Punkt 0. Wir haben den zweiten Teil, aber es ist ein Punkt 0. Weil Remake. Ja, besser als wenn es einfach mit Dirt Rennen nimmt, diese Typen einfach mit Typen nehmen. Dann ist mir das so schon lieber. Wobei das mit diesem 1 reichlich wenig zu tun hat. Also es gibt die gleichen Gegner und teilweise die gleichen Waffen, ja, aber das war's auch. Jetzt kann ich auch nicht mehr sehen. Ich sehe dich auch nicht, also davon mal ab. Doch, dich kann ich sehen. Du siehst mich? Wieso? Ich sehe dich nicht auf der Karte. Achso, ja, jetzt sehe ich dich auch nicht mehr, aber deswegen konnte ich dich sehen. Warum? Warum kommst du jetzt wieder dich da? Was denn, der ist bald hinter mir. Ups, da haben wir ihn gebremst. Jetzt erst. Dennis, ich kann dich beruhigen. Ich komme zwar nicht dichter, aber ich bleib hinter dir. Aber das ist echt schon interessant, wie gut du durch Rally zurechtkommst, dafür, dass du es bis jetzt kaum gespielt hast. Liebe jetzt, oder was? Ja. Ach ja, ich habe fast meine 20 Stunden da drin. Wenn das Spiel bei DirectX 12 laufen würde, dann würde es auch vor Feedback in den Triggern unterstützen, was das Xbox Pad hier hat. Dann würdest du über Vibration spüren, wann die Bremsen blockieren und so. Ja, das hörst du aber auch ziemlich deutlich. Ja gut, 20 Stunden, das Krieg ist das fürs erste Kacke. Viel, aber ich glaube, also früher habe ich das jetzt das ist die letzte teilweise 3 Tage gehabt. Wo du deinen Arbeitsrechner das auch können, würdest du da auch noch spielen, ne, Tomato? Ja, da dürfen wir ja leider nichts installieren, das ist irgendwie die Sache. Würdest du überhaupt laufen auf den PCs? So frustrierend. Ja, das ist recht alt, ich denke schon. Naja, wahrscheinlich zu alt, meinte ich wahrscheinlich wieder zu langsam. So frustrierend, wie ich Kirsch in der letzten Runde jetzt vorlasse, weil ich da einen Fehler gebaut habe. Ja, das war wirklich. Aber wenn du ihn vorlässt, ist doch. Ja. Wenn du ihn vortritt, lässt du deine eigene Schuld. Das ist frustrierend, wenn man das macht. Das passiert mir zu oft. Ich wäre einigermaßen kompetitiver gegen ihn, wenn ich weniger eigene Fehler bauen würde. Ja, normal mache willst ich du lieber fremde Fehler bauen statt eigene Fehler? Da können wir dir genug von zeigen, die du dir abgucken kannst. Ja, da. Wieso? Ja, schaut doch mal meine Renntag-Videos, da sieht er die Fehler doch. Ja, und statt du den mal dir annimmst, dann brauchst du nicht so viele eigene Fehler. Machst ein paar fremde Fehler. Kannst dich auch mal mit fremden Fehlern schmücken. Fremden Fehlern schmücken, okay. Eigentlich mache ich ja gar keine Fehler, weil mein Fahrer nicht der Fehler ist. Tomete nicht schlecht, was? Großer Fehler. Tomete ist nicht letzter. Hier, lass dich mal zurückfallen. Na also, jetzt kurz vorm Startziel abbremsen. Komm, Stevie, schaffst du noch? Tomete? Stopp, Tomete! Alter. Nur jetzt halt ich an.
Disqualifiziert. Ja, disqualifiziert, würde ich auch sagen. 10 Strafminuten. Pro Rennen. Nein, nur für das eine. Für dieses 7-Minuten-Rennen 10 Strafminuten. Du hast gewonnen. 7-Minuten-Rennen, du bist gut. Ja, ja, ich habe nur die erste Zahl gesehen. 8 Minuten. Ja, mit der Rundenzeit haben wir uns ja nicht viel genommen. Ne? Ja. Doch, Kirschhoff war besser. Aber ja, das ist, kaum. Nix. Aber er war besser. Ist egal wie viel. So, jetzt kommt Tropen und CLK. Das kann hier nur schief gehen. Nee, das kann nur geil werden. Wobei gut, ich bin hier nicht so scheiße mit dem CLK wie in LFS4. Da kann ich mit dem hier überhaupt nicht umgehen. Bin mal gespannt, ob nächstes Mal Steve hier oder ich anfangen darf. Wie ist denn das jetzt? Das sind 6 halbe Runden. Was macht ein Tomete für einen Platz bei 6 halbe Runden? Alles zu wenig Runden hier. Der Renntag ist auch schon fast vorbei, wenn ich das so sehe. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich das nicht verliere. Manuelle Schaltung, ich kotze. Oh. Und dann fahren wir gleich einfach wieder irgendwas anderes noch so. Ach Gott, zu viel Gehuse, ich muss hier ein bisschen bremsen, damit ich hier noch durchsteige. Hey, gib mir doch alle aus meinem Sichtfeld. Wow, was war das, das denn? Das wüsste ich auch gerne. Wer hat sich denn da überschlagen? Ich bin auf einmal abgeflogen. Mir war jetzt nicht bewusst, dass da auf dem Boden irgendwas im Weg ist. Das ist aber auch aus. Ui, nicht so viel Schlitter im Auto. Darum habe ich da kaum gelenkt, weil ich das geahnt habe. Ah, ich habe dafür die Abkürzung sehr leicht bekommen. Oh mein Gott, das war furchtbar. Das habe ich schon geahnt, deswegen habe ich die Kurve besser genommen. Nein. Kein Schlenker. Du hast gesagt, ich soll einen Fehler machen, oder was? Ich habe einen Fehler gemacht. So wie der. Jo, okay, Spiel. Wenn du unbedingt willst, dass ich so fahre, dann fahren wir halt so. Ist auch in Ordnung. Warum hast du dich da resettet? Weil ich kurz vorm Drehen war, da das war nicht mehr zu verhindern. Oh, Reifen waschen. Waren dreckig. Aber jetzt mach ich die ganze Zeit nur noch Feder hier oder was? Ah, da musst du aufpassen, wenn die zu nass werden, gehen die Pflaster von Eddie ab. Nein! Was war das für eine Kurve da von dir? Das habe ich jetzt nicht beachtet, Kirsche. Da muss Eddie mal während der Fahrt neue drauf. Das macht er, das ist kein Problem. Oh, na Kirsche, wer bremst, verliert. In welchem Gang fährt man diesen Sprunghügel? Keine Ahnung. Ja genau, weil du manuell ist meine Automatik, du Feigling. Wieso fährst du den CLK überhaupt? Ja, instinktiv manuell ausgewählt, wollte ich nicht. Er wollte ja Automatik. Nicht dagegen fahren! Uff, okay, so kann man das auch machen. Oh, ich mag die Strecke wesentlich lieber vorwärts fahren. Ich habe echt Glück, dass Kirsche manuell ausgewählt hat. Sonst wäre der schon wieder sonst wo. Nicht! Ach Mann! Wenn er sich drehen will, ne, dann will er es aber auch wirklich. Ja, ich. Ich will mich drehen! Dann seid der böse Vater, der ihm das austreibt. Bisschen Exorzismus oder was? Genau! Du hast so einen Erziehungsgegenstand in der Hand. Ein Erziehungsgegenstand? Ja. Ein Eingabegerät deiner Wahl. Ja. Damit kannst du das Kind, was du da unartig zu dir ist, das erziehen. War dumm. Du, ich hab's doch schon versucht dagegen, aber die Karre dachte sich so, nö. Ja, ich denk mal, wenn man mit Ei gleich gut ist, dann ist Lenkrad hier schon das, was am sinnigsten wäre. Aber ich komme in der AP2 mit der Lenkradphysik wirklich. Ja, wobei das Tattoo hier auch echt gut funktioniert. Oh,
auf Tropen kannst du die Tastatur gut benutzen eigentlich. Vor allem mit dem CLK. Nur Wald hast du das Nachsehen. Das ist deine letzte Runde. Nein, Evelyn. Okay, ich springe halt 10.000 Kilometer. Jo, deswegen habe ich abgebremst. Es war mir auch scheißegal, ob du mich an der Stelle überholst, weil sonst es hätte nur schlimmer kommen können, wenn ich das Vollgas gegeben hätte. Er bremst, verliert! Jo, das wird sich gleich bestätigen, weil ich dieses Rennen verlieren werde wahrscheinlich. Bei 600 Runden auch! Tust du nicht! Ich tu mich mit der Karre nämlich ganz schön schwer. Ah, ich hab aber echt Glück, dass Cash manuell fährt. Alter! Und wie mir hier schon wieder zusammengefahren hat, habe das hätte für Cash nicht gereicht, sonst im Leben nicht. Nein. Ah. Okay, das war's. Kann man so blöd sein und die Abkürzung verpassen, das. TÜV Wolfachter, ne? Ist trotzdem noch nah hinter mir. Oh, willst du mich denn ver... Alter. Was hört sich alles so ermutigend an, was du für Geräusche von dir gibst, aber ich bin einfach viel zu weit weg. Ist doch immer so bei ihm. Nee, das ist Grütze, wirklich. Du fährst immer noch besser als unsere Grütze, also... Ja gut, das... Ja, aber auch nur, weil dir Kirsch manuell ausgibt. Hat. Das war der eins, sonst wäre der sonst wo gewesen. Also der Crash am Anfang war, glaube ich, schon das Hauptproblem. Ach, mein Gott. Ich habe aber auch keine saubere Runde gefahren. Ey, was auch immer das für ein Crash war, ey. Echt strange. Man kann saubere Runden Hast du fahren? Aufgenommen? Ja. Kirsche? Ja. Würde ich mal gerne sehen, den Crash da. Ich mir auch mal an, wo ich dagegen gefahren bin. Oh, ich bin die... Also diese Runde bin ich wirklich wie Bug gefahren. Wer steht denn von euch an der Wand von euch beiden? Ich bin Kirsch oder Dennis? Wand. Ich bin der Braune. Ich bin in Fahrtrichtung an der Wand. Ja, du zuckst ein bisschen bei mir. Ich zuck überhaupt nicht. Natürlich. Auf und ab hast Zitter, Tremor. Ist so aufgeregt, dass du jetzt weiter geworden bist. Dann muss ich mal einen Gang rausnehmen, dann müsste das aufhören. Bibi! Bestimmt toll hupen zu können, oder? Glückwunsch! Kannst du es nicht? Zweiter. Mhm. Ja. Kann halt nicht jeder huben. Na. Ich hatte wieder die bessere Rundenzeit. Naja. Erste Runde 7 Sekunden verloren. 8 sogar. 8,5. 8. Wie auch immer. So, was kommt jetzt Schönes? Postel Parklands mit dem Porsche 911. Okay. Kann man ja auch mal machen. Gespiegelt? Oh nein! Vielleicht sollte ich jetzt zum Ausgleich mal Automatik fahren. Aber lieber nicht. Nee, den Porsche, den Porsche Elise. Obwohl der ginge, der ginge sogar. Fahren. Automatik, das ist okay. Na, alle Karren ausgewählt, aber irgendwie dauert's. Na, auf Alpine Trail war der Porsche auf manuell wesentlich besser. Warum das weiß ich noch. Weiß ich noch von einem anderen Renntag. Nee, manuell fahre ich nur mit den ganz lahmarschigen Dingern, wo man wirklich richtig heftig sind. Hat er dir noch nicht angezeigt, welches Auto wir fahren? Achso, weil die Karre noch nicht angezeigt ist. Ja, dann fahren wir jetzt mal mit dem falschen Auto. Das ist ja noch nicht mal gestartet, also. Ja, aber wenn alle das Auto, wenn alle das Auto ausgewählt haben, dann, sobald das Tool sich wieder erholt, dann legt er sofort los und holt mit dem alten Auto dann. Dann fahren wir jetzt mit dem, was wir jetzt ausgewählt haben. Ich habe mal das Auto abgewählt, also auf Beobachten gewechselt. Vielleicht geht's dann. Weil du siehst dann quasi normalerweise, dass dann irgendwann kommt das Tool wieder und sagt erst kurz das alte Auto, dann wechselt's auf das neue. Wenn aber alle schon ausgewählt haben, sagt er kurz das alte Auto und dann geht's schon los, bevor er aufs neue wechseln kann. Richtig. Und jetzt habe ich halt eben mal abgewählt auf Beobachten, deswegen hoffe ich, wir würden jetzt wieder sehen, alte Auto, dann das neue und danach kann ich Wagen wählen, dann müsste es dann erst losgehen.
Aber erstmal muss ich das Tool ja, wieder fahren. Das Tool scheint ja super zu funktionieren. Ja, Drascher. Und du hast auch genau gesehen, erst das Alte, dann das Neue. So. Und dass ich die ganze Zeit schon mit Absicht die Karre wähle. Den Bug kennt man ja, kann man sich ja drauf einstellen. Das ist ja nicht so schlimm jetzt. Das ist eigentlich sogar ein Feature. Wir haben das am letzten Samstag mindestens zweimal benutzt. Um das gleiche Auto nochmal zu haben. Um nochmal hinten uns verbeißbar, der F1LM. Also es war gar nicht so schlecht. Das Plugin hat so mitbekommen. Dennis hat sich vorhin noch beschwert, dass der Renntag so schnell um ist. Dann warte ich mal kurz, bis ich dann letztendlich auswähle, damit wir die Zeit ein bisschen strecken. Ja, ich wollte den eigentlich fahrend länger haben. Aber danke. Und die Kamera hat sich doch immerhin bewegt eben. Die ist doch schön im Kreis. Ja. Ist das nichts? Es war zumindest Bewegung drin. Und auch normalerweise mit einer riesigen Framerate. Die Grafik ist halt nur nicht so wirklich nur sehenswert. Die Licht bringt, diese riesige Framerate. Ja. Kann man sich freuen, was für eine tolle Framerate man hat. Also ganz besonders viele duplizierte Frames. Ja. Glaube ich gar nicht mal. Wir hatten da die Abkürzung vergessen. Warum? Alter, warum springt der hier? Wieso ist der hier gesprungen? Was sollte das denn? Ach, meiner hat ja auch Scheiße gebaut. Bei mir ist der gesprungen, dass ich schön gegen den Baum fahren musste dadurch. Ja, ich habe auch einen Baum mitgenommen, weil er auch abgehoben ist ein bisschen. Du bist aber auch sowas von abgehoben heute. Oh Mann, was ist denn das? Wieso kriege ich Kirsche nicht, Mann? Ich glaube, erstmal müsstest du die 100 kriegen. Na, ja, das ist kein Problem für ihn. Für dich, wenn ich den nächsten Fehler baue. Hinter mir. Ja, noch! Also hier noch! Ja, lass das mal! Auch sehe ich zumindest nicht auf der Karte. Fusch, weg! Weg, Jonas! Wenn man dich auf der Karte sieht, kann ich nichts sagen. Bleib mal stehen, Kirsche! Ich fahre und lass mich hier beide fahren, dann bin ich weg. Nö. Aber du musst nur wenigstens 10 Minuten warten. Ich versuch nach vorne abzuhauen. Ich die erste Kurve nie. Och, ja, komm, jetzt dreh ich mich am besten nochmal! Weil es so toll war! Ja, wenn es dir Spaß macht. Kurve fahre ich aber auch jedes Mal, also. Du hast dich dafür nicht gedreht, also halt mal einen Schnabel. Ja gut, gedreht nicht, aber scheiße. Ja, also beschwer dich nicht. Also wenn Demon sich für einen kleinen Zucker beschweren darf. Nee, das war frontal. Nein, das war jetzt kein kleiner Zucker, aber 99% deiner Beschwerden sind über kleine Zucker. Ja, weil das bei dir schon zu viel ist und du dann über alle Wege bist, das ist das Problem. Und die darf man nicht mehr diese machen. Das kann ich nicht einschätzen. Bei dir muss man perfekt fahren und du bist dann trotzdem noch vorne. Dann ist es nicht perfekt gewesen. Ja, wenn ich keine Quest mache und heute lief es echt gut bisher. Abgesehen von dem gerade, ja, der CLK, da war ich so kann die Strecke auch gespiegelt nicht, das kommt noch dazu. Okay, dann fahre ich das halt hier rum, damit Tomete noch weiter Abstand gewinnt. Merke ich halt auch, dass ich die gespiegelt nicht kann. Nicht können ist sehr, gegen Kirsche nicht kann. Definition. Gegen Kirsche nicht kann, willst du es so hören? Ja, das schon eher. Aber gegen Kirsche hier zu gesehen ist natürlich auch, dass dafür sind so Leute wie Hack privilegiert. Und nochmal, na, diesmal waren wir uns mal nicht drin. Okay. Also gerade musste ich mich auch resetten. Wahrscheinlich aus Mitleid oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Das hast du bestimmt nicht aus anderen Gründen gemacht. Das kennt man von dir. Es war die, wie heißt sie nochmal? Nicht Selbstmord, sondern Folterabkürzung. Ob da? Echt? Okay. Du musstest dich resetten und bist immer noch vorne. Ja, natürlich. Wenn ich einen Baumcrash hinter mir hatte, was erwartest du? Wen soll er als Gegner denn haben? Die Zeit. Naja. Warum mit Leben, wenn er sich auch resettet, dann. Also es gleicht sich dann ja wieder aus, irgendwie. Meins war, glaube ich, schlimmer. Was mach ich denn hier schon wieder für einen Blödsinn? Ich fahr mal außen rum, Dennis.
Sightseeing. Du hast also auch Mitleid mit mir, okay? Oh, ich hab grad geträumt. Passt von dem Sieg oder was? Und dann sag ich nur eine Leitplanke vor mir. Ach, wieso springst du denn an diese Abkürzung hier immer? Was dir schon wieder passiert, okay? Mann, der tendiert aber auch wirklich sich zu drehen in der Abkürzung. Echt? Also jetzt gerade nicht, aber es sah zweimal so aus, als er so Also ich wollte sich eindrehen. Ich auf in der HP 2, aber das ist mir jetzt zumindest... Ja, das muss irgendwie eine Autosache sein. Nicht passiert. Nö, jetzt ja auch nicht, aber es sah irgendwie, jetzt wo ich drauf geachtet habe, nicht so harmlos aus. Ne, also ich meine, also die die Folterabkürzung geht ja nach links hier und das Auto fängt an, sich nach rechts zu drehen. Und das ist halt irgendwie suboptimal. Das ist richtig. Ich sehe wieder niemanden auf der Karte. Ich auch nicht. So offroad ist der halt. Doch, ich habe Dennis mal gesehen in einer Ecke, weil es um eine starke Kurve ging. Ja, das ging sogar. Ah ja, doch, jetzt sehe ich auch wieder sehen. Auch wenn er sich da ganz schön rumquält, der Wagen, aber es ging. Willst du nicht nochmal einen Baum mitnehmen, Dennis? Nee. Der wartet hier noch auf dich. Nee. Wie, nee? Nach Stadtziel auch nicht? Dann bist du aber disqualifiziert. Ja. Den nehme ich in jedem Fall mit, aber geht das, wenn es ja gespielt, dann geht's. Dies ist die letzte Runde. Du musst übrigens nicht... Achso. Ja, rückwärts geht's auch. Genau, aber ist im Vorstart und Ziel. Ja, das auch. Ich weiß nur, wie ihr denn einen rückwärts nehmen wollte oder genommen hat. Oh, wir sind ja noch gar nicht durch. Naja, da muss man drauf aufpassen. Das ist ganz schlimm, sowas. Traditionscrashes können auch mal heimtückisch sein. Was für Crashes? Traditionscrashes. Achso, Traditionscrashes. Naja. Ja, jetzt fahre ich hier ganz alleine. Keiner ist hinter mir, keiner ist vor mir. Entschuldigung, ist einer vor dir. Der zeigt der dir links unter der Map an. Nee, da steht nichts. Bei dir ist ja auch keiner vor dir. Das heißt, der zeigt bei dir den letzten an. Das, dann wäre das ja ich. Das ist aber echt Pech, ne? Eine Runde mehr wäre der Tomete gewesen. Du, ich hab Tomete nicht mal auf der Karte. Ja, der hätte das schon irgendwie vermasselt bekommen in der sechsten Runde. Naja, hat er doch beim vorigen Rennen leider Uni oder der zwei davor. Leider. Gut, und dafür hat er die 10 Minuten kassiert. Ach ja, stimmt. Ja, Dennis muss die auch so einberechnen. Machen wir. Sonst sehe ich das nicht ein, was da sonst steht. Aber dann kann ich ja nur den ganzen Renntag verlieren. Also gut, kann ich so wahrscheinlich auch. Wer ist denn der Graue? Wie jetzt? Du bist schon fertig. Ich bin jetzt fertig, aber wer ist denn der graue Fahrer? Das graue Auto. Weiß ich nicht, ich hab das Skinpack nicht. Ich weiß nicht, was grau ist bei euch. Wo hast das Skinpack wie, nicht du drauf? Du hast das nicht drauf. Was ist denn das für ein Unsinn? Du musst doch das Skinpack haben. Nö, hab ich nicht. Dann ist ja langweilig. Das müssen wir mal ändern. Das ist ja... Zumindest ist der Graue da voll ist, über die Brücke lang geleckt. Also das ist schon viel eher Disqualifikationsgrund, würde ich sagen. Ja. Na gut, spielt für mich keine Rolle. Er bekommt halt 11 Minuten drauf gebrummt. Jusche, und der meistens Erster ist, der bekommt pro Rennen 20. Ich bin meistens nicht Erster in High-Stakes. H-High-Stakes? Aha. In H-High-Stakes? Nimm den Baum noch. Ja. Warum sagt Stevie nicht, dass er der Graue ist? Hat Stevie auch keine Skinpacks? Bin mal gespannt, wie Kirsche sich in Dirt machen wird. Ja, es war okayisch auf jeden Fall mal, das eine da Testfahren. Da, ja, eindeutig grau. Sagt aber nicht. Von hier ist ja auch kaum noch Weg nach unten, glaube ich. Ja, weil ich vielleicht nicht drauf geachtet habe. Alter, also, ja. Übertreib halt mit deiner 1,32, ey. Kann doch wohl nicht. Aber auch ein fetter Crash in der dritten Runde, eine 37. Der Race, dritte, vierte, 202. Naja, Zeichenbegrenzung. Oh, du hast aber auch gleich mal 10 Sekunden verloren in der ersten Runde, das ist auch nicht schlecht. Ne, ich hab einen Crash gebaut. Ja gut, ich hatte ja auch den Reset in der dritten Runde, laut Anzeige habe ich nur 5 Sekunden verloren.
Das war ja nicht ein Sofort-Crash, sondern erstmal ein Realisieren, versuchen noch abzufangen und daraus resultieren dann ein Crash. Und das ist natürlich dann mehr Zeitverlust, als wenn es direkt einfach nur Crash gewesen wäre. Oh, wir haben ein Sprintrennen mal. Ein Wunder. Ich dachte, heute kriegen wir gar kein Sprintrennen. Ja doch, das wusste ich schon. Ich habe hier vorher angeguckt, wie die Strecken kommen. Ja, genau, ich nicht. Ich glaube, das ist das letzte Rennen schon, oder? Ja. Keine Ahnung. Was, ich stand da oben, Last Race, oder? Nicht drauf geachtet. Ist das letzte. Na super, was ist das denn für ein kurzer Renntag heute? Wir haben über eine Stunde. Nur ein Sprintrennen. Wir sind bei über einer Stunde, aber lass mal nicht drüber reden. Naja, bei knapp über einer Stunde. Also ich schon eine Stunde kurzer fünf. Renntag. Ja, ist ein aber das ist öfters ja bei HP2, aber so. Wir sind einfach alle zu schnell in HP2. Da stimme ich dir irgendwie nicht zu. Warum denke ich denn nicht ein? Ja, wenn du langsamer fahren würdest, wird es länger dauern. Ja, aber wir sind trotzdem nicht so schnell. Wir fahren alle ab sofort nur noch manuell und das noch im dritten oder vierten Gang. Dann sind wir langsam genug dafür. Der Rückwärtsgang ist manuell. Ach, warum musste ich mich denn jetzt hier drehen? Also ich manuell in diesem Spiel, das geht nicht gut aus, außer vielleicht auf den Weitstrecken halt. Also der Dreher hätte gerade echt nicht sein müssen. Komm, ich fahr das einfach auch mal mit. Oder auch nicht. Wollte die Abkürzung und hab sie dann doch nicht genommen. Bei mir kommt halt auch erschwert hinzu, dass ich den Außenweg, dass ich den nicht so wirklich kann. Also da fahr ich ständig gegen irgendwelche Felsen oder so Scheiß. Ja, dann fahr ihn halt nicht. Ja, deswegen fahre ich auf die Abkürzung. Ach so, du meinst, die man nicht fahren sollte. Genau, die fahre ich, weil ich da immer noch schneller bin. Okay. Weil ich überhaupt nicht kann. Bist du dir sicher? Was für Felsen? Ja, die Felsen, die halt am Rand vor der Strecke stehen. Einfach über den Rasen fahren, alles wird gut. Ja, aber irgendwie. So toll funktioniert das bei mir meistens nicht. Da ist jetzt eigentlich echt nichts Großes bei. Ne, also das ist keine schwere Abkürzung. Ich meine genau genommen keine Nicht-Abkürzung, ist der normale Weg, ja. Keine schwere Nicht-Abkürzung, das ist gut. Schade, dass ich es euch nicht mit fertig hätte, weil er bewusst mich heute mit ihm mitgehalten hätte. So, diesmal bist du mal hinter mir. Ja, gut, ich bin ungefähr im gleichen Abstand, in dem wir losgefahren sind. Das ist mir egal, Hauptsache ich bin vorne. Moment, warum bist du überhaupt vorne gestartet? Warum musste ich als Letzter starten? Das ist das erste Rennen der Saison und es gab keine Auswertung in der letzten Saison. Glückwunsch, du bist Zweiter. Vielleicht hätte ich als Erster starten dürfen. Recht hat er. Los, mehr Support. doch noch eine. Nee, das aber die ist nicht mehr im Plan sein. Drin. Wir standen schon oben, all races done, also deswegen. Das war aber wirklich schnell heute. Sehr schnell, ja. Manche Leute sagen, es waren über eine Stunde. Was ja auch. Das ist definitiv zu wenig.